Legenden. Von Legenden? Sagen und Legenden umwobene Geschichten. Ja doch, das ist hier. Das ist auf jeden Fall hier. Das ist aber eine Quest. Glaube ich. Weil hier gibt's nämlich noch mehr. Wo sind das viele Racks? Ja, mit denen hat's ja auch zu tun. Abrackprämie? Kommt mal mit. Kommt mal mit. Geronimo! Aber wir werden wahrscheinlich nirgendwo hochkommen, oder? Weil hier geht's ja noch weiter. Die Höhle ist ja hier noch lange nicht zu Ende. Hier kannst du nur runterrutschen, glaube ich. Also, oh, diese Pflanzen gab es auch in Borderlands 1 hier. Wir brauchen hier wahrscheinlich, also eine Quest, was heißt wahrscheinlich, es muss hier eine Quest geben und dann geht es da irgendwie da oben weiter und da müssen wir nämlich hin, um was richtig, richtig Geiles zu sehen. Aber richtig geil. Du kennst es dann anscheinend noch nicht. Nee, offensichtlich nicht. Aber wenn du schon na sagst, dann könnte ich es mir vorstellen, was da kommt. Klar. Um Kreis jetzt ganz zu verwirren, um ihm trotzdem noch einen Wink zu geben, es hat was mit Babys zu tun. Babys? Du weißt es, Marv, ne? Ja. Ich weiß nicht, wo es ist, ich hab's noch nie gesehen, aber die Anspielung war ziemlich deutlich. Ihr seid so fies. Ohne dich hat Laura keine Hoffnung. Kreis, komm! Spring einfach! Mit mir zu trauen, das weiß ich. Los! Ah. Ich fang dich! Zu kontrollieren, ja, brauchst du meine Hilfe. Denn ich weiß, wo der Schlüssel ist. Die ist Augen. Tschüss. Moment. Was geht denn hier vor? Frechheit. Schade, ich hoffe, wir sehen das heute noch. Markus. Herzlich willkommen, Kunde. Kunde. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Leb wohl, mein Freund. Warte mal, ich könnte mal gucken, ob der. Ach nee, der hat keine Waffen. Ich brauche dein Geld. Ich hoffe, es hilft. Wer vibriert hier an mir rum? Der Kerl mit seiner Moxie-Waffe. Schmeißt sie mir da irgendwie in die Tasche. Moxie-Schmoxie-Waffe. Schmoxie. Wenn es mal wieder länger dauert. Invisible Assholes steht da oder so. Oh, scheiße. Was? Steht das wirklich? Ja. Ah, bist du. Klingt dramatisch. Sieht doch hier ganz nett aus. Boah. Der hat sich erledigt. Alter. Hyperion, Demon's Sanctuary ist ja da. Der Hammer. Hey, Killer. Ich hab die Stadt gefaced. Kleinigkeit. Komm so schnell wie möglich zurück. Jetzt, dass Sanctuary wieder aufgetaucht ist, kannst du jede Schnellreisestation nutzen, um zu den Crimson Raiders zurückzukehren. Ich markiere dir die nächste auf deinem Echo-Gerät. Ja, wir sollten echt mal vielleicht zurück in die Stadt. Mhm. Kann der Marv sich wieder ein bisschen umskillen? Gut, dass sie uns markiert hat, ich hätte uns nie gefunden. Standort Sanctuary nicht gefunden? Oh nein. Die Phasenwelle muss Sanctuary aus dem Schnellreisenetzwerk gelöscht haben. Okay. Geh zu der Iridium Extraction Plant in der Nähe. Ich glaube, ich weiß, wie ich dich zu deinen Freunden zurückschicke. Wir müssen zur Iridium Exkursions. Du bist wirklich die einzige Person, die Jack stoppen kann. Roland, Lilith und Mordecai hat er vor langer Zeit besiegt. Sie können dir helfen, zu ihm zu kommen. Aber letzten Endes wirst du es sein, der ihn zur Strecke bringt. Was ist denn das für ein Viech, das sich hier so rumteleportiert? Invisible Assholes. Ein Enderman. Hab ich auch gerade gedacht, ey. Wisst ihr aber, an welcher Stelle wir hier sind? Das ist die Stelle aus dem Login-Bildschirm. Falls euch das nicht aufgefallen ist. Frech. Yo. So ein bisschen, ne? So ein bisschen schon. Ja, irgendwie gar nicht. Spotte nicht. Wo ist denn der Wasserfall? Ja, hier, wo ich stehe. Ja, als ob. Ja, hier, guck. Ja, falle ich eine Klippe runter. Hier könnte ich selber runterspringen. Jürgen von der Klippe? Jürgen von der Klippe, was? Kennst du den nicht? Der macht euch mal auf den Weg. Hat er den Absprung geschafft oder nicht? Ich weiß es nicht. Au, au!
Ich hatte gerade einen kleinen Lag. Skag-Lag. Guter Scheiß, wie beim letzten Mal auf dem Schlauch steht, was es jetzt immer noch mit dem von gerade auf sich hat. Ich denke über sowas gar nicht nach. Ja, ist manchmal auch besser. Ich lass es einfach auf mich zukommen. Was geht denn hier ab, ey? Sie wollen unseren Swag. Ja, Wahnsinn. Auf Hilfe! Ich versuche gerade Marv zu wieder zu beleben. Oh, und ich bin dabei auch verbrannt. Irgendwer hat neue Stärke, oder? Wieder schnappt die Falle zu. Dein Tod steht bevor. Wupp! Diese unsichtbaren Viecher nerven vielleicht, halt ey. Still. Jetzt weiß ich auch, warum ich ihre Namen liebe so haben. Meine Kräfte. Nicht nur, weil sie unsichtbar sind, sondern sie, weil sie einfach nur ultra nervig sind. Ja. Hotloader. Ich würde mal von hier verziehen, ey. Immer mehr Leute. Seid ihr dabei, wenn wir gehen? Was, wo bist du denn? Die Klippe runter! Hier sind da nur noch zwei. Na! Na! Ach, die Klippe ist. Die Block im Bildschirm. Oh, da kommen noch mehr. Die verfolgen uns. Das sind ja auch Invisible Assholes. Oh, nein, aber wirklich, ey, die nerven ganz schön. Basis tritt ein. Bitte in Deckung gehen. Was, Frachtgut? Wenn du es schaffst, den Fluss zu durchqueren und einen Versorgungstransmitter zu stehlen, können wir Sanctuary wieder in das Schnellreisenetzwerk einspeisen. Ich verspreche es. Okay, durch den Fluss, Leute. Ich derzeit nicht weiß, was das bedeutet. Sie weiß nicht. Oh, wer kommt denn da angeflogen? In den Fluss. Ein Jetpack. Jetpack. Ein Jetpack. Das ist das neue iPad. Das Jetpack. Flugfunktion. Oh. Soll den Fluss durchqueren, könnt ihr hier auch drin laufen? Marv, kennst du noch Luft? Gerade so. Ich muss mich ein bisschen strecken. Müssen wir nur finden, wie wir hier rauskommen. Ey, der Heiler könnte dich mal hochheilen. Es geht ja nicht, wenn er mal wegrennt. Geheime Kiste gefunden. Unter einer Brücke. Wow. Die ist doch nicht schlecht. Und die 85 mal 5. Geslackte Gegner. Achso, apropos geslackt. Ich habe hier noch eine slackige Shotgun gefunden. Hier mal gucken, ob die was für dich ist. Oh ja, die ist ja richtig gut. 10.000. Limit. Wir kommen hier nicht raus. Die ist ultra schnell leer, aber die ist auch ultra schnell nachgeladen. Dann stecken Sie sie ein. Oh, ist das laut zwischendurch, oder? Wenn da was runterkommt, dann ist das echt übel laut. Wir kommen hier nicht raus. Wieso sollen wir den Fluss durchqueren, wenn es hier nirgendwo rausgeht? Das ist ein Gunloader bei mir. Auf jeden Fall können wir den Fluss nicht durchqueren und müssen wahrscheinlich oben rum, den normalen Weg. Hier, dann gehen wir mal hier hoch. Zack. Bitte erst in den Selbstmodus wechseln, wenn außerhalb. Marv hat mich geschubst. Scusi. Scheint der Wunschboss. Mach den kalt! Ja, tot. Er hat gesagt, er sieht eine Beförderung kommen. Mehr Munition. Ich sammel Sachen. Ich sterbe. Wow. Warum ist er tot? Warte, ich bin... Danke. Leute! Was geht vor? Ich bin unterwegs.
Oh, du bist aufgestanden. Hyperion-Maschinen wird dringend davon abgeraten, der Thresher-Population... Klasse Assassin, habe ich was gefunden da. Was denn? Klassenmod. Was macht sie? Ich weiß es nicht, sie liegt noch hier rum. Finde einen anderen Weg über den Fluss. Sie ist great. Was haben sie zerstört? Einen anderen Weg über den Fluss müssen wir wieder finden. Super die Dupe. Und ich glaube, ich weiß sie. Kommt mit, Leute. Bots, die Iridium-Kristalle stehlen sollen, werden vor ihrer öffentlichen Zerlegung... Wow. Wow, 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 wow. Was ist denn hier los? Ich hole jetzt diese Fracht rüber und dann stellen wir... Wie seid ihr da hochgekommen? Mit der Treppe. Boah, was geht denn da ab? Da kommt ein Ding. Ja, das habe ich gerade mit diesem Knopf da... So, ich bin da. Ja, jetzt warten wir bis da... Okay, alle einsteigen. Seid ihr bereit? Okay, ja, ich bin da. Ich bin auch da. Darf ich vorne sitzen? Das Ding will nicht losfahren. Ich drücke nochmal den Knopf, oder nicht? Es fährt los. Bist du drin? Ey, ey, keine Spirenzkin hier, der schubst mich da, der... Ist ja witzig, ich find's ja witzig. Zombie-Sitz. Wir sind drüben. Endlich drüben, ja. Oh, der fährt schon wieder zurück. Siehst du diese Lunar-Versorgungsschatz? Oh, Konstruktor. Oh, oh, der Konstruktor, hallo, was geht denn ab, ey? Der hat einer so eine Säuregun für die scheiß Roboter hier? Naja, oder auch nicht. Die Pistole von der kurzen. Ich brauche Hilfe hier, Leute. Wo, wo? Dankeschön. Meine Granaten fliegen alle weg. Elektroschocks. Wo ist... Oh nein. Eine weitere Herausforderung gemeistert. Hätte ich den Job nicht genommen. Ohne Schadenszug. Kritischen Schaden. Oh. Hey. Oh. Sie alles explodiert. Weniger sterben, wir schießen. Wir haben die Beute im Blick. Cashridium. Nimm mal wer den Schrott hier mit. Toll. Welchen Schrott und warum sollen wir ihn mitnehmen? Weil sonst wieder heißt, oh, Marv hat alles gelootet. Ja, was gut hast du gelootet. Laura, bitte erst in den da hinten, es leuchtet uns so krass an, dass wir da hinrennen müssen. Das ist nur fair. Hier liegt noch ganz viel Munition. Ich will es anfassen. Oh, ein großer Thresher. Ein gefräßiger. Oh, was ist das denn? Er hat es gefressen, ey. Wow. Wow. Alter. Hat Sandwurm. Hat dieser Thresher gerade den Transmitter gefressen? Den musst du zurückholen. Gib ihm Saures. Hyperion an der Wand. Ja, hier ist ja auch Handsome Jack Werbung und so überall. Oh, wie schnell lädt er denn sein Schild wieder auf? Need help. Wo denn? Vorm Wurm. An seinem Maul. Schieß was. So, Wurm ist weg. Ey, ich bin schon wieder da und nicht hell. Ich auch. Oh, wo? Wo? Was? Was? Wo? Achtung, Hyperion-Roboter. Ich denke, die kriegen wir wieder hin. Oh. Oh, ich, da bin ich wieder. Ich auch. Nimm das Ding mal hier mit. Bitte Waffenstrecken. Wer hast du den Transmitter? Gut. Damit können wir eine unkalibrierte Schnellreiseeinheit von der Mondbasis anfordern. Du brauchst einen ruhigen Ort, um den Transmitter zu aktivieren. Begib dich zu der Ortschaft Overlook. Dank der Bergbauaktivitäten von Hyperion leiden die Einwohner dort alle unter Schädelfrost. Sie werden uns nicht stören. Schädelfrost.